Willkommen in Hildesheim. Hildesheim ist ein Landkreis und eine kleine Großstadt in Niedersachsen in Deutschland. Hildesheim hat ganz viele alte Kirchen. Michaelis, Andreas, Godehard, Mauritius und den Dom. Einige dieser Kirchen gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Hildesheim trifft man sich. Hey, wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen? Ja, hier ist doch gleich das Café Neon. Lass uns doch da reingehen. Oh ja, super. Am Samstagmorgen zum Einkaufen auf dem Neustädter Markt. Hallo Caroline. Ah, hallo Julia. Beim Joggen am See. Und auf dem Bühler Campus. An unserer Uni studieren 6500 Studenten. Sie ist klein, familienfreundlich und barrierefrei. Das ist Daphne Datzner. Sie ist neu am Campus und will Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache im Masterstudiengang DAF-DATS studieren. Heute lernt sie erstmal alle kennen. Der Studiengang vermittelt wissenschaftlich fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten für eine professionelle Tätigkeit in Bereichen der Vermittlung der deutschen Sprache und deutschsprachigen Kulturen unter Berücksichtigung verschiedener Fremdheitsgrade der Lernenden. Was heißt das? Ja, bitte. Ja, kommen Sie rein. Haben Sie Zeit für mich? Kann ich den Hund mit reinbringen? Ja, natürlich. Das ist schön. Als DATS-Lehrer weiß ich, dass ein Kind mit Migrationshintergrund in Deutschland die deutsche Sprache anders lernt als ein muttersprachlicher Lerner. Als DATS-Lehrer nehme ich diese Unterschiede bewusst wahr und begegne der Mehrsprachigkeit mit Wertschätzung und geeigneten methodischen Hilfen. Ich wollte gerne nachfragen, wie das aussieht mit einem Auslandspraktikum. Als DAF-Lehrer vermittelt man die deutsche Sprache im Ausland und vertritt dort die deutsche Kultur. Interkulturelle Kompetenz ist eine unverzichtbare Grundlage dieser Tätigkeit. Zu diesem Zweig des Studiums gehört deshalb ein Praktikum im Ausland. Zeit für eine Pause. Und nun ab in die Bibliothek. In der Universitätsbibliothek kann man nicht nur Medien aller Art ausleihen, sondern auch an einem Leseplatz ganz in Ruhe arbeiten. Für Bücher, die es nicht gibt, kann man einen Anschaffungsvorschlag einreichen. Oder eine der netten Dozentinnen fragen. Hallo, hallo Jana, ich freue mich auf dich. Ich möchte die Verantwortung dafür. Kann ich mir das mal aufladen? Ja, gerne. Wer studiert eigentlich DAF und DATS? Spaß, aber was mache ich eigentlich damit? Ich unterrichte internationale Studenten an einer deutschen Universität. Ich entwickle Deutschprüfungen an einem Testinstitut. Ich habe mich als interkulturelle Trainerin selbstständig gemacht. Ich möchte als Deutschlehrerin an einem Goethe-Institut arbeiten. Ich gebe Sprachförderkurse für Kinder und Eltern in Kindertagesstätten. Ich bin Online-Tutor für E-Learning-Kurse. Möchtest du einen Perspektivwechsel oder in die Welt hinaus? Du möchtest die deutsche Sprache noch besser verstehen?
A bientôt donc. Bis morgen. Bis bald. Bis demnacht. Bis demnächst. Au revoir. Auf Wiedersehen. Im nächsten Semester zum DAF-DATS-Studium an der Universität Hildesheim.